Die Anästhesie ist nicht bei jeder Geburt dabei. Wir kommen nur ins Spiel, wenn Sie uns brauchen. Wir sind bei den meisten Geburten überhaupt nicht beteiligt. Die Geburt ist an sich ein völlig natürlicher Vorgang und ein ganz wichtiges Ereignis für die werdende Mutter und den werdenden Vater. Und in den meisten Fällen kann die Hebamme sehr gut einschätzen, ob die Möglichkeiten der Entspannungstechniken oder alternativer Schmerzlinderungsmöglichkeiten ausreichen. In den Fällen, in denen diese Methoden nicht mehr ausreichen, wird ein diensthabender Anästhesist, ein Facharzt für Anästhesie hinzugezogen, der eben über eine Einlage eines Schmerzkatheters zu einer Schmerzlinderung führen kann. Das nennen wir Periduralanästhesie. Wenn wir einen Kaiserschnitt an unserer Klinik durchführen, erfolgt dieses in der Regel in einer Teilnarkose und in seltenen Fällen in einer Vollnarkose. Und diese Teilnarkose wird durch den Anästhesisten durchgeführt, in der Regel im OP. Da sind wir eben mit involviert. Eine Periduralanästhesie wird angelegt, wenn Sie es als Patientin wünschen. Dabei wird die Hebamme Sie begleiten und mit Ihnen auch feststellen, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Das heißt, die Anästhesisten werden informiert. Wir werden unmittelbar vor der Anlage mit Ihnen eine Aufklärung durchführen und feststellen, ob es Kontraindikationen gegen eine solche Anlage gibt und diese dann oben in einem der Kreissäle durchführen. Die Indikationen für eine Periduralanästhesie sind im Rahmen der Geburt, der natürlichen Geburt, die Schmerzerleichterung. Das heißt, wir können damit sowohl die Schmerzen, die in der Eröffnungsphase als auch in der Austreibungsphase entstehen, sehr wirkungsvoll bekämpfen und eben dafür sorgen, dass sie weiterhin ein Empfinden für die Wehen haben. Das heißt, sie merken, wenn eine Wehe kommt, unter erhaltener Muskelkraft auch mitarbeiten können, aber eben die Schmerzen sehr wirkungsvoll reduzieren. Häufig werden wir damit konfrontiert, dass Schmerzen doch ein normaler Bestandteil einer jeden Geburt wären. Schmerzen sind sehr individuell, werden von jeder Mutter anders wahrgenommen. Viele Faktoren spielen da hinein. Vorher bereits erlebte Geburten, Teilnahme an Entspannungskursen, Vorbereitungskursen, Entspannungstechniken, die eigene persönliche Erfahrung in der Vorgeschichte. Wir sind nicht der Meinung, dass Schmerzen automatisch dazugehören, sondern wir haben eine Möglichkeit, diese Schmerzen zu reduzieren. Ob wir ins Spiel kommen, ist ganz alleine Ihre Entscheidung. Es ist Ihr Körper, es ist Ihre Geburt und Sie entscheiden, ob Sie uns dabei haben wollen. Vom Ablauf ist es so, dass wir hinzugerufen werden. Wir werden über ein Diensttelefon angerufen. Einer meiner Facharztkollegen kommt zu Ihnen, wird ein kurzes, minimales Aufklärungsgespräch führen, wird ein paar wichtige Faktoren vorher klären. Vor allen Dingen ist für uns wichtig, ob es eine klinische Blutungsneigung gibt, also ob Sie unter einer verlängerten Blutungszeit leiden, aufgrund Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahmen, und wird dann eine kurze formelle Einwilligung von Ihnen erbitten. Diese Einwilligung ist für uns wichtig, da wir eben sonst nicht diese Verfahren durchführen dürfen. Das heißt, man wird Sie bitten, einmal kurz zu unterschreiben und sich über die Grundzüge des Verfahrens informiert zu haben. Die Periduralanästhesie kann sowohl im Sitzen als auch im Liegen in Seitenlage durchgeführt werden. Wir empfehlen und werden in den meisten Fällen diese Anlage in der sitzenden Position bevorzugen. Dazu ist es wichtig, dass Sie mitarbeiten und uns etwas dabei helfen. Wir werden Ihren Rücken steril abwaschen.
Wir werden das Ganze wie ein kleines steriles OP-Gebiet mit einem Abdecktuch abdecken. Das sieht etwa so aus. Das ist ein entsprechendes Abdecktuch. Und werden dann eine lokale Betäubung der Haut vornehmen und dann mit einer Periduralnadel den Periduralraum aufsuchen. Peri heißt umherum und Dura bedeutet eben die Hirnhaut. Und wir wollen ein Medikament, einen Katheter einlegen, der Ihnen ein Medikament um die Nerven herum spült, um diese zu betäuben. Es sind Nerven, die von der Gebärmutter und dem Scheidenausgang in Richtung Rückenmark ziehen. Und wenn wir diese Nerven auf der Strecke zum Rückenmark hin blockieren können, verursacht das weniger Schmerzen. Was Sie bei der Anlage der PDA merken werden, ist ein Hautstich. Das heißt, Sie werden merken, wie wenn Sie eine Lokalbetäubung beim Zahnarzt bekommen, dass es eine kurze Injektion gibt. Wir werden die Oberfläche betäuben mit einem sogenannten Lokalanästhetikum. Im Rahmen der zu dem Zeitpunkt meistens bestehenden Venenschmerzen ist dieser Einstich allerdings für Sie wahrscheinlich kaum zu spüren. Sie werden bereits nach 10 bis 15 Minuten merken, ob Ihre PDA funktioniert, denn Sie werden dann ab der Zeit eine deutliche Reduktion der Schmerzen im Rahmen der Wehentätigkeit feststellen. Das ist häufig so eindrucksvoll, dass es für Sie nach wenigen Minuten schon klar wird, ob dieses Verfahren gut für Sie funktioniert. Natürlich können Sie auch mit einer Periduralanästhesie auf dem Rücken liegen. Der Kunststoffschlauch, den wir einbringen, ist ein extrem dünner Schlauch. Und dieser Schlauch wird mit einem Pflaster über den Rücken in der Regel zur linken Schulter geklebt. Und der ist so hauchdünn, dass Sie problemlos auch darauf liegen können. Mit einer Periduralanästhesie können Sie mit den neuen Medikamenten und den niedrigeren Dosierungen sich in der Regel in Begleitung motorisch frei bewegen. Wir nennen das eine Walking Epidural. Früher wurden Periduralanästhesien mit deutlich höher konzentrierten Medikamenten verwendet und da gab es häufig motorische Blockaden. Also die Muskelkraft hat gelitten unter der Anlage. Mit den von uns verwendeten Verfahren und den speziellen Schmerzpumpen, die wir einsetzen, bleibt die motorische Funktion in der Regel vollständig erhalten. Sie sollten allerdings aufgrund der Kreislaufsituation nicht alleine herumlaufen, sondern immer in Begleitung zum Beispiel Ihres Partners sein. Aber Sie können sich bewegen, Sie können Entspannungsübungen vornehmen, Sie können umherlaufen, Sie können auf Toilette gehen. Sobald die Periduralanästhesie angelegt wurde, wird der Kunststoffschlauch mit einer Pumpe verbunden, einer Schmerzpumpe. Diese Schmerzpumpe wird von Ihrem Anästhesisten eingestellt und an Ihr Gewicht und Ihre Situation angepasst. Sie müssen sich mit der Einstellung nicht auseinandersetzen. Die Pumpe wird Ihnen in einem regelmäßigen Abstand automatisch eine gewisse Menge an Schmerzmittel über den Katheter applizieren. Diese Applikation werden Sie nicht merken. Das passiert völlig automatisch. Die Pumpe hat ein gewisses Reservoir und sollte im Rahmen Ihres Geburtsverlaufs eigentlich nicht mehr aufgefüllt werden müssen. Sie können aber zusätzlich über einen Knopf sich zusätzliche Mengen an Schmerzmittel anfordern. Also wenn Sie merken, die eingestellte Menge reicht nicht aus, dann können Sie sich über einen Knopf zusätzlich diesen zusätzlichen Bolus, nennen wir den, anfordern. Sie müssen aber keine Angst vor Überdosierung haben, denn diese Pumpe ist so eingestellt, dass Sie auch bei mehrmaligen Drücken des Knopfes immer nur die maximal für Sie zulässige Menge erhalten. Sollten die Einstellungen nicht ausreichen, weil Ihr Schmerzniveau immer noch zu hoch ist, dann kommt der diensthabende Kollege und stellt diese Pumpe etwas anders ein und passt sie nochmal an. Also diese Möglichkeit besteht. Die Schmerzpumpe wird in eine entsprechende Tragetasche getan. Diese Tragetasche sieht etwa so aus. Und Sie müssen sich mit keiner der Funktionen auseinandersetzen. Das Kabel für die Fernbedienung, für den Druckknopf
wird so herausgeführt, dass sie da gut drankommen. Und dann kann mit einem Umhängeband diese Tasche ganz bequem getragen werden, umherbewegt werden. Diese ist stromunabhängig, das heißt, sie sind nirgendwo angebunden und völlig mobil damit. Die Periduralanästhesie verbleibt bei Ihnen nur so lange, wie Sie sie benötigen. Und in der Regel ist mit der Geburt der Bedarf vorbei. Es gibt Fälle, wo es zu einer Geburtsverletzung kommt, wo wir sehr gerne die Periduralanästhesie, den Katheter, noch verwenden, um Ihnen für eine operative Versorgung eine Analgesie eben zu ermöglichen. Sollte es also zu einer Geburtsverletzung gekommen sein und Sie haben eine liegende PDA, würde man den Katheter zunächst belassen, ansonsten wird er unmittelbar nach der Geburt entfernt. Häufig hören wir, dass die Periduralanästhesie eine negative Auswirkung auf den Geburtsverlauf hätte. Das kann man so anhand der wissenschaftlichen Daten nicht sagen. Es ist so, dass Schmerzen etwas sehr Individuelles sind, genauso wie auch das Ansprechen auf eine Periduralanästhesie. Und es gibt einen Teil der Frauen, bei denen die Wehentätigkeit tatsächlich etwas zum Ruhen kommt und dann wieder beginnt. Und es gibt einen anderen Teil der Frauen, bei denen durch die Entspannung und durch die Schmerzausschaltung die Geburt deutlich schneller abläuft. Trotz fachgerechter Anlage kann bei der PDA der Kunststoffschlauch auf der einen oder anderen Seite mehr zum Liegen kommen. Durch eine Umlagerung, durch eine Seitenlagerung und ein Zurückziehen des Katheters kann man manchmal versuchen, eine quasi symmetrische Ausdehnung zu bekommen. Wenn das nicht gelingt und die Wirkung unzureichend ist, wird auch eine Neuanlage in Lokalanästhesie empfohlen. Das heißt, da kommt der diensthabende Kollege nochmal, guckt sich das an und wird mit Ihnen besprechen, dass er das nochmal macht und versucht dann, den Stichkanal etwas anders zu wählen, um diesen Raum richtig zu erreichen. Tattoos am Rücken sind kein Ausschlusskriterium, wobei wir allerdings aufpassen müssen, dass wir nicht durch einen tätowierten Bereich hindurchstechen. Das heißt, wenn Sie ein komplett flächiges Tattoo im Bereich der Lendenwirbelsäule am Rücken haben, kann es schwieriger werden. Es gibt noch den einen oder anderen Trick, aber unser Ziel muss immer sein, nicht durch das tätowierte Areal hindurchzustechen, sondern die untätowierte Haut für die Punktion zu bekommen. Ein Bandscheibenvorfall ist in der Regel keine Kontraindikation für eine Anlage einer PDA. Wichtig ist zu wissen, ob Sie noch weiterhin neurologische Symptome haben. Ein frischer Bandscheibenvorfall ist etwas, was wir uns genau überlegen müssen und eine Abwägung treffen müssen. Ein stattgehabter und jetzt klinisch unauffälliger Bandscheibenvorfall in der Vorgeschichte ist in der Regel keine Kontraindikation gegen die Anlage einer Periduralanästhesie. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es sein kann, dass aufgrund anatomischer Besonderheiten eine PDA-Anlage nicht gelingt. Das ist in seltenen Fällen möglich. Zum Beispiel, wenn Sie eine Operation im Bereich der Lendenwirbelsäule hatten, ich meine keinen Bandscheibenvorfall, sondern wenn Sie irgendwelche Versteifungsoperationen hatten, die diesen anatomischen Raum verändern, oder wenn Sie eine extreme Fehlbildung der Wirbelsäule haben, kann es schwierig bis unmöglich sein, diesen Katheter dorthin zu bekommen. Die Risiken sind zum Glück sehr, sehr gering. Man muss unterscheiden zwischen Nebenwirkungen, die wir kennen und gut behandeln können, und wirklichen Komplikationen. Nebenwirkungen im Rahmen der Anlage sind ein Abfallen des Blutdruckes. Dieser Blutdruckabfall kann sich über Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auch äußern, und den können wir in der Regel durch Flüssigkeitsgabe und Gabe von Medikamenten sehr gut therapieren. An weiteren möglichen Nebenwirkungen wäre noch ein Harnverhalt zu erwähnen. Das heißt, in seltenen Fällen kann die Entleerung der Blase behindert sein, dadurch, dass sich der Muskel, der die Blase öffnet, verkrampft.
Und das kann man in der Regel durch einen Einmalkatheter ganz gut beherrschen, sofern Sie nicht sowieso schon einen Blasenkatheter benötigt haben. Eine Komplikation wäre in sehr seltenen Fällen, wenn es zu einer Blutung im Bereich der Punktionsstelle kommt und eine solche Blutung sich infiziert oder infolge zu einer tieferen Nervenverletzung bis zu einem Nervenschaden oder einem Querschnittssymptom kommt. Das ist eine extrem seltene Komplikation, die in internationalen Schätzungen in der Größenordnung von 1 zu 500.000 Fällen auftritt. Wir haben das bei uns in der Klinik in der Form noch nie gesehen, aber man muss im Rahmen einer Risikoaufklärung auch über seltene Komplikationen aufklären. Eine mögliche Nebenwirkung oder Komplikation der Anlage eines Peritoralkatheters ist die versehentliche zu tiefe Perforation, also Punktion, und eine mögliche Verletzung der harten Hirnhaut. Dieses kann für einen gewissen Zeitraum zu Kopfschmerzen danach führen. Diese Kopfschmerzen können wir therapieren. Sollten Sie nach einer Punktion über Kopfschmerzen klagen, lassen Sie das bitte Ihre Hebamme, Ihren Geburtshelfer wissen und wir werden uns dann um Sie kümmern. Die Risiken für das Kind im Rahmen einer Periduralanästhesie sind als äußerst gering zu betrachten. Die Substanz, die wir geben, wirkt vor allen Dingen lokal im Bereich der Nerven und wird nur zu einem sehr geringen Teil in das Blut aufgenommen. Das heißt, dass die Menge an Medikamenten, die tatsächlich zum Kind gelangt, als verschwindend gering betrachtet werden kann und daher keine negative Wirkung beim Kind ausübt.